Es ist nun bald 800 Jahre her. Da fand in der kleinen umbrischen Stadt Assisi ein ungewöhnlicher Gerichtstag statt. Pietro Bernardone, ein angesehener Bürger, rief den Bischof zum Richter zwischen seinem Sohn Giovanni und sich an. Am Tag der Verhandlung drängten sich die Menschen zu Hunderten auf dem Marktplatz. Es ist ein Lärm wie bei einem Volksfest, bis der Bischof erscheint und Ruhe gebietet. Ruhe! Ihr Bürger von Assisi! Geliebte Söhne und Töchter im Herrn. Ich hoffe, es ist weniger Neugierde als Teilnahme, die euch so zahlreich hier zusammenführt. Es ist kein Markttag, sondern Gerichtstag. Es geht um das Gebot Gottes. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und das Gebot des Apostels. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Hochwürdiger Herr Bischof, ich brauche nicht zu erklären, wer ich bin. Jedermann kennt mich hier. Doch liegt mir daran, dass jedermann erfährt, dass mein Vermögen ehrlich erworben ist. Guido ist schon seit 40 Jahren in meinem Geschäft. Er wird es euch sagen. Als mein Herr von seinem Vater den Tuchhandel übernahm, war es ein kleiner Laden. Aber er hatte eine glückliche Hand. Bald kaufte ganz Assisi bei ihm. Heute gibt es keine Stadt in ganz Umbrien, wo man unter Tuchhändlern und Webern nicht Pietro Bernardone kennt. Der Wohlstand meines Herrn wuchs. Aber nur durch härteste Arbeit. Und immer war ich großzügig, besonders was meinen Sohn angeht. Giovanni wurde er bei seiner Taufe genannt. Doch bald rief man ihn Francesco, kleiner Franzose. Mein Weib, Donna Pica, habe ich aus Frankreich heimgeführt. Als er heranwuchs, hatte er viele Freunde. Die Gelage mit ihnen waren fürstlich. Er war wilder als alle anderen. Schon gut, ich weiß, dass er es wilder als ihr alle trieb. Jedoch, ich gönnte ihm die kurze Freude, jung zu sein. Seine Wünsche wuchsen. Mal war es eine Mandoline, mal ein Pferd, mal eine Rüstung. Vater, sagte er, ich will eurem Namen Ehre machen. Ein Ritter werde ich. Nein, Kaufmann wirst du, sagte ich. Du erbst dies Geschäft, es gibt dir Sicherheit. Er sollte mir zur Hand gehen. Aber kaum kehrte der Vater den Rücken, da flog die Elle in die Ecke. Er nahm seine Mandoline, stellte Mädchen nach oder ritt wie ein Wilder fort. Gut, dachte ich, vielleicht erhält er den Ritterschlag. Den Mut hat er. Und schon gab es Krieg. Das Herz zog nach Perugia. Francesco, mitten unter ihm. Was kam, brauche ich nicht zu erklären. Die Schlacht war verloren. Mein Sohn verwundet. Dann todkrank. Ich tat alles, um sein Leben zu erhalten. Kaum wiederhergestellt, hörte er vom Feldzug nach Apulien. Vater, rief er, rasch ein neues Pferd und eine Rüstung. Ihr werdet staunen, wenn ich wiederkomme. Ich sah ihm nach. Er war meine Hoffnung. Ja. Der stolze Rittersmann. Nach ein paar Tagen kam er wieder. Hey, Giovanni, rief ich. Warst du ungemütlich in der Schlacht? Giovanni, sprich. Erzählt selbst, was sich zugetragen hat. Ich lag nachts in Spoleto. Da hörte ich eine Stimme. Francesco, warum verlässt du den Herrn, um dem Knecht zu dienen? Ich verstand, was gemeint war. Als ich von Perugia zurückkam, hatte ich gelobt, mich zu ändern. Aber ich hatte den Vorsatz bald vergessen. Ich suchte wieder meine Ehre, nicht die des Herrn. Jetzt war es Zeit, umzukehren. Ja, und diese Laune kostete mich mehr als seine früheren. Er ging unter die Bettler, auf den Markt und streute mein Geld unter sie aus. Als ich eines Tages von einer Reise nach Hause zurückkehrte, war das Haus hell erleuchtet. Lachen und Klang, der Becher war zu hören. Mein Sohn feierte, mit wem? Mit dem Gesindel aus der ganzen Stadt, den Arbeitsscheinen und Dieben. Versteh doch, Vater. Was ihr dem geringsten meiner Brüder tut, das tut ihr mir. Hat doch der Herr gesagt, als ich die Armen speiste, habe ich ihm zu essen und zu trinken gegeben. Gut, gib ihm, aber gib ihm vor der Tür. Herr Bischof, ich bin Magd bei Bernardonus. Den Schmutz, den sie im Speisesaal machten. Sie spuckten aus, warfen die Fleischknochen auf die Diele. Sicher hatten sie Läuse und Flöhe. Es kommt noch schlimmer. Als ich von einer Reise zurückkehre, begegne ich vor den Stadttoren einen Bettler. Sein Gang kommt mir bekannt vor. Es war mein Sohn Francesco. Vater, du verstehst mich nicht. Er will nicht Almosen, er will mich ganz. Er will mich arm, wie er und seine Jünger waren. Ich habe mich der Armut anverlobt. Ihr werde ich Treue halten. Verlobt mit der Frau Armut? Wie poetisch. Vater, ihr kennt das Glück der leeren Hände nicht. Ihr habt in euren Händen Geld und streckt sie nach vielen Dingen aus. Deshalb kann Gott sie nicht füllen. Ist die Belohnung unseres Fleißes nicht von Gott? Ich gebe ihm die Ehre und er mir den Umsatz. Stimmt die Rechnung nicht? Es gibt Besseres. Ich habe nichts. Darum habe ich die Freude, wenn ich morgens in mein Fell gehüllt im Wald erwache.
dann hindert mich nichts, keine Sorge um Geschäft, Brot und Gesinde. Ich kann meine Augen aufschlagen und sagen, Dank sei dir, Gott, für meine Schwester Sonne, wenn mich ein Kranker oder ein Betrübter braucht. Dann muss ich nicht sagen, ich habe keine Zeit, komm nach Ladenschluss. Das Essen wächst mir auf freiem Feld oder man gibt es mir. Ich springe vor Freude und nichts in meinen Taschen zieht mich auf die Erde zurück. Nichts in deinen Taschen? Und der Beutel mit Dukaten, den du mir genommen hast? Ich will dir sagen, was du bist. Ein Dieb bist du. Die Mutter gab mir den Beutel mit für St. Damian. Wem gehört das Geld? Mir oder ihr? Oder gar dir? Alle sollen es erfahren, dass ich dich enterbe. Und das Geld und alles, was mir gehört. Kein Faden trägst du am Leib, der nicht von mir stammt. Guido, lauf nach St. Damian. In einer Fensternische liegt der Beutel unberührt. Und das Zeug an meinem Leibe? Nackt hast du mich einst von Gott empfangen. So nimm zurück, was dir gehört. Was übrig bleibt, gehört Gott. Pietro Bernardone habe ich bisher meinen Vater genannt. Jetzt kann ich sagen, Vater unser im Himmel. Mit diesen Worten reißt sich Francesco das Zeug vom Leib und wirft es seinem Vater vor die Füße. Der Bischof steigt von seinem Thron herab und hüllt seinen Mantel um die nackte Gestalt.